Mit 10 Bussen sind die Ministrantinnen und Ministranten aus dem Bistum Eichstätt aufgebrochen zur diesjährigen Romwallfahrt. 550 Jungen und Mädchen machen sich auf den Weg in die ewige Stadt. Nach etwa 14 bis 16 Stunden werden sie am Montag gegen Mittag in Rom erwartet. In den nächsten Tagen stehen dann der Besuch der Gräber der Apostel, eine Audienz mit dem Papst und verschiedene Gottesdienste auf dem Programm. Doch bevor es losging, gab es in Eichstätt noch den Reisesegen. Wir sind auf dem Weg zu den Gräbern der Heiligen, zum Beispiel der heiligen Apostel Petrus und Paulus. Und wir sind in einer ganz langen Tradition, gerade hier in unserem Bistum Eichstätt, nämlich der heilige Willibald ist auch aufgebrochen nach Rom, um diese Gräber zu besuchen und dort zu beten. Wir wollen uns also in Gedanken dem heiligen Willibald anschließen auf dieser Fahrt. Und dem heiligen Willibald verdanken wir ja letztlich auch, dass wir selber den Glauben angenommen haben, dass wir getauft wurden. So bitten wir jetzt um den Segen Gottes. Der Name des Herrn sei gepriesen. Lasset uns beten. Gott, du hast deinen Knecht Abraham auf allen Wegen unversehrt behütet. Du hast die Söhne Israels auf trockenem Pfad mitten durch das Meer geführt. Durch den Stern hast du den Weisen aus dem Morgenland den Weg zu Christus gezeigt. Geleite auch uns auf unserer Wallfahrt nach Rom zu den Gräbern der Apostel Petrus und Paulus. Lass uns deine Gegenwart erfahren, mehre unseren Glauben, stärke unsere Hoffnung und erneuere unsere Liebe. Schütze uns vor allen Gefahren und bewahre uns vor jedem Unfall. Führe uns glücklich an das Ziel unserer Fahrt und lass uns wieder unversehrt nach Hause zurückkehren. Gewähre uns schließlich, dass wir sicher das Ziel unseres Lebens erreichen und das ewige Heil erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Und so segne und behüte euch und alle, die ihr im Herzen tragt, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.